Was ist bloß los mit ihr? Wir müssen zurück. Klar, wir sind Helden, aber das hat Grenzen. Alles in Ordnung mit dir, Drax? Ich denke über diese Frage nach. Und das ist auch total sinnvoll. Nach der Sache mit Nikki und diesem furchtbaren Versprechen. Zusehen zu müssen, wie unsere Lieben noch einmal sterben. Meine Familie ist nicht einfach gestorben. Sie wurde ermordet. Von Thanos. Ich glaube, ich will nicht darüber sprechen. Husch, husch, mach Platz. Was guckst denn du so? Oh nein, du kaust auf meinem Schiff nichts mehr kaputt. Meinem Schiff? Husch, flag dich. Wow, das Bedienfeld muss ja echt lecker ausgesehen haben. Wofür ist das überhaupt? Zur Notsteuerung der Türen sollte eigentlich jeder Schiffsbesitzer kennen. Hey, sehe ich aus wie ein Ingenieur? Nein. Kann's kaum erwarten, hier rauszukommen. Hey Rocket, hast du eine Minute? Mal sehen, was wir aus deinen Teilen basteln können. Hey Star-Typ, ich hoffe, du weißt mich nach all dem mehr zu schätzen. Gibt's was Neues? Ich bin Groot. Wächter von Galaxy. Cosmo, Kumpel, wo warst du? Wir haben dich nicht erreicht. Sorry, Piotr Quill. Cosmos Pfoten gebunden. Universelles Kirche von Wahrheiten ist auf Nowhere. Was? Alles in Ordnung? Im Augenblick schon. Cosmo hatte rechtzeitig Warnung, aber... Continuum-Cortex abgeschaltet. Zur Sicherheit. Gehen hoch her, da. Dein kleiner Detektivtrip hätte uns fast umgebracht. Mehr Infos, wenn wir da sind. Niet. Dieses Problem ist größer als Cosmo. Wächter von Galaxien müssen nach Xandar. Und Worldmind um Hilfe bitten. Cosmo-Leiter kommt nicht durch. Wächter von Galaxien müssen unbedingt... Cosmo, bist du da? Was ist los? Ich bin Groot. Werden wir angegriffen? Das sind also die Feiglinge, die Lady Hellbenders Ehre verletzt haben. Oh, schön. Und wer zum Flak bist du? Eigentlich... führe ich keine Gespräche mit irgendwelchen niederen Lebensformen. Aber mein Vertrag mit Lady Hellbender verlangt das leider von mir. Deshalb, Abscheulichkeit, darfst du mich mit meinem Titel ansprechen. Ich bin Captain Glory, Anführer der Lethal Legion. Lethal Legion? Wohl eher Loser Legion. Wir sind umzingelt. Hör mal. Ich weiß, Lady Hellbender ist voll angepisst, aber jetzt ist es gerade wirklich ungünstig. Glaubst du, sie lässt euch ohne weiteres ziehen, nur weil ihr auf Nowhere irgendwie den Blood Brothers entkommen seid? Ja. Dann bist du genauso ein Idiot wie die. Lady Hellbender lässt grüßen, ihr sogenannten Wächter der Galaxie. Gleich werdet ihr eliminiert. Nein, du wirst gleich eliminiert. Cool. Ach, wir schaffen das. Wahrscheinlich.
schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schrotthaufen ist nichts, das wir brauchen. Wir stehen unter Beschuss! Können wir Lady Edge nicht einfach den Schuldschein schicken? Sie wird die Bezahlung in Blut wollen, wahrscheinlich in deinem. Und dein Ego füttern? Nein, danke. Hör auf, Befehle zu bellen, Groot. Du kannst sie doch nicht mal fliegen. Ein gutes Gefühl, dass Kopfgeldjäger hinter uns her sind. Das heißt, wir machen uns langsam den Namen, richtig? Normalerweise wäre das ein gutes Training, aber Captain Grusens Timing ist genauso schlecht wie sein Kostüm. Nee, von ihm gehört. Für einen besseren Winkel, falls es zu heiß wird. Das macht keinen Spaß. Ich bin tot. Halt durch, Kumpel. Noch haben sie uns nicht getötet. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? Zu viel, denn sie werden das hier nicht überleben. Du darfst gerne angehen, Quill. Sie haben mein Baby beleidigt. Sie antwortet zu. Diese Typen haben mein miserables Timing. Noch ein Problem für uns, ein Haufen von Problemen. Diese Schiffe sterben nicht schnell genug. Das Problem lässt sich lösen. Red keinen Schluss, wir haben gerade jede Menge von euch erledigt. Ich hab den Typen erwischt. Woo! Na, wer ist jetzt die niedere Lebensform? Können wir Lady Edge nicht einfach den Schuldschein schicken? Ich empfange da irgendwas. Was? Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Gut, ihr habt meine Jäger besiegt. Aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Was das? Und damit hast du so geprahlt? Was soll das heißen? Nichts. Es ist... Naja, es stimmt sehr bequem. Ja, dann nimm was dagegen. Das Wächter. Nein, überhaupt nicht. Milano hat's definitiv gespürt. Lady Schiff, was ja echt ein miserables Timing. Setz den Beschuss fort. Sie werden nicht verlegen. Ich hab das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Der geht mir echt auf den Senkel. Ich glaube nicht, dass es diese Schrottsäcke interessiert, ob die Galaxie belagert wird. Naja, Söldner. Wir sind Söldner. Er macht uns fertig, Quill. Schwerer Treffer. Macht sie endlich fertig. Das ist eine Kunst. Ha! Quill hat gerade versucht, der tödlichsten Frau der Galaxie was übers Töten zu erklären. Der hat gesessen. Das hat gewirkt. Schieß weiter auf die Auflasskanäle. Euer Plan wird nicht gelingen. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Wir müssen uns wirklich besser um die Milano kümmern. Ja, wir müssen sie waschen und wachsen, sobald das alles vorbei ist. Vorher musst du noch sämtliche Löcher stopfen. Schwach. Schützen unsere Kanäle. Dieser Typ klingt langsam wie Rocket.
Das nennt man Spracheffizienz, Quill. Das tat weh. Alles okay da drin, Tab? Halt still, dann zeig ich's dir. Wie kriegen diese Typen wohl dafür bezahlt, dass sie uns töten? Ich guck mal, was auf uns aufgesetzt ist. Mein Schiff! Das ist ja nicht. Ich bin Larry! Flieger der! Nimm das, Lady Mistbacke! Ich glaub, von der werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Gib Gas!